Am diesjährigen ASH in San Diego waren die Neuigkeiten zum Thema des multiplen Myeloms nicht so zahlreich wie in den vergangenen Jahren. Es wurden vor allem bekannte Studien mit neuen Resultaten, da wurde ein Update geliefert, ein ausführliches Thema war die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplen Myelom. Wenn wir die Behandlung der Myelompatienten etwas gliedern und von den jüngeren Patienten ausgehen zur Induktionstherapie, zeigten sich eigentlich keine aktuellen neuen Daten. Was man mitnehmen kann, ist, dass eine Induktionstherapie Bortezomib basiert mit 3 Medikamenten, zum Beispiel Bortezomib, Thalidomid, Dexamethason oder zunehmend auch verwendet Bortezomib, Cyclophosphamid, Dexamethason. Das sind sicher die derzeit häufig eingesetzten Induktionstherapien. Dann die Hochdosistherapie, immer noch ein Standard, hat sich auch widerspiegelt in den Themen der Educational Sessions. Dort hat Sergio Giralt vom Memorial Sloan Kettering den Stand der Stammzelltransplantation beim multiplen Myelom ausführlich wieder dargelegt. Und es ist nach wie vor so, dass die Stammzelltransplantation ihren festen Stellenwert bei der Behandlung von Patienten mit multiplem Myelom hat. Was zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Konsolidation nach der Hochdosis-Chemotherapie. Hier waren mehrere Abstracts, aber auch das ist kein neues Konzept. Das wurde bereits von Michele Cavo von Bologna ausführlich untersucht und auch im Lancet publiziert, also dass anschließend an die Hochdosis-Therapie noch eine Konsolidation durchgeführt wird. Vergebens hat man gewartet auf ein Update der Erhaltungstherapiedaten nach Hochdosistherapie mit Lenalidomid. Hier wurde kein Update geliefert. Einfach wiederholen möchte ich, dass am internationalen Myelom-Workshop in Paris im Mai diesen Jahres die amerikanische Gruppe doch den Überlebensvorteil gezeigt hat. In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist sicher das Thema der sekundären, primären Neoplasien, Malignome unter Lenalidomid. Hier würde ich sagen, hat sich die Einschätzung etwas entspannt. Einerseits muss man davon ausgehen, dass die Myelompatienten in ihrem älteren Alter bei Diagnosestellung schon per se ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Dann kommen die anderen Behandlungsmöglichkeiten, die anderen Medikamente dazu. Antonio Palumbo hat eine ausführliche Analyse dargestellt im Rahmen des europäischen Myelom-Netzwerks. Da wurden die Daten von mehr als 2200 Patienten analysiert bezüglich dem Auftreten von sekundären Neoplasien, nicht nur bei Lenalidomid-basierter Therapie. Er hat klar gezeigt, dass wenn man Melphalan kombiniert entweder mit Thalidomid, das war überraschend, oder mit Lenalidomid, dann verdoppelt sich das Risiko für sekundäre Neoplasien, bleibt aber insgesamt in einem tiefen Bereich. Und er hat eindrücklich gewarnt, dass man diese Zahlen jetzt überinterpretiert. Er hat auch deutlich darauf hingewiesen, dass das Risiko an einer Progression, eine Progression des Myeloms zu erleiden oder am Myelom zu versterben, natürlich viel höher ist. Also das Progressionsrisiko ist verglichen mit dem Sekundärmalignomrisiko 10 bis 15 Mal höher. Und somit haben sich hier diese Befürchtungen insgesamt etwas entspannt. Aber das Thema der Sekundärmalignome ist generell ausführlich behandelt worden. So hat zum Beispiel Jesus San Miguel aus Salamanca, er hat ein Update der VISTA-Studie nach nun 60 Monaten medianem Follow-up gezeigt und hat da natürlich auch darauf hingewiesen, dass in der VISTA-Studie keine vermehrten sekundären, primären Malignome aufgetreten sind. Wenn wir hier
jetzt zu den älteren Patienten gewechselt haben, VISTA-Studie, Behandlungsstandard für ältere Patienten, dann sind diese Daten mit dem 60-monatigen Follow-up eindrücklich, indem das jetzt ein Überlebensvorteil zugunsten VMP versus Melphalan-Prednison von 13 Monaten besteht. Er hat in dieser Analyse auch dargelegt, zum einen, dass die Bortezomib-Behandlung nicht zu einer resistenteren Krankheit führt, also nach VMP lassen sich die Rezidive wiederum gut behandeln. Er hat auch dargelegt, dass die Patienten im MP-Arm von einer Behandlung mit Bortezomib im Rezidiv nicht im gleichen Ausmaß profitieren, wie wenn Bortezomib initial eingesetzt wird. Also hier die initiale intensive Therapie führt zu einem Überlebensvorteil, der mit einer Bortezomib-Behandlung im Melphalan-Prednison-Arm bei Progression nicht eingeholt werden kann. Also eindrückliche, sehr solide Daten, die diesen Standard belegen. Antonio Palumbo hat auch ein Update gezeigt von der Studie Melphalan-Prednison-Lenalidomid, gefolgt von Lenalidomid. Diese Studie randomisiert versus Melphalan-Prednison-Lenalidomid ohne Lenalidomid-Erhaltungstherapie und Melphalan-Prednison. Hier gaben sich eigentlich keine neuen Aspekte. Der deutliche Vorteil im progressionsfreien Überleben im Arm mit der Lenalidomid-Erhaltungstherapie wurde bestätigt, aber kein Vorteil im Gesamtüberleben. Also die ganz harten Endpunkte in dieser Situation, das Gesamtüberleben, bisher hier nicht verbessert. Aber auch sicher diese Behandlung als orale Therapie eine Option für die Erstlinienbehandlung von älteren Patienten, die sich nicht für eine Stammzelltransplantation eignen. Dann wurde eine amerikanische Phase 3b-Studie vorgestellt. In den amerikanischen hämato-onkologischen Praxen zu einem großen Teil durchgeführt. Da erhielten die Patienten, ältere Patienten, die nicht für eine Hochdosistherapie qualifizierten, entweder Bortezomib Dexamethason oder Bortezomib Thalidomid Dexamethason oder Bortezomib Melphalan Prednison, der VISTA Standard. Und da konnte für alle drei Schemen ein etwa gleich gutes Ansprechen bei unterschiedlichen Toxizitäten gezeigt werden. Also das ist sicher auch bei uns nicht häufig bei älteren Patienten eingesetzt. Nur Bortezomib mit Dexamethason ist eine Option oder auch das Bortezomib-Thalidomid mit Dexamethason. Da wäre ich bei älteren Patienten allerdings wegen der Neuropathie sehr vorsichtig. Dann möchte ich zu einem wichtigen Thema gehen, die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplen Myelom. Hier eigentlich der größte Teil der vorgestellten Abstracts war für Patienten in dieser Krankheitssituation. Sicher vielversprechend ist das Pomalidomid. Pomalidomid, ein IMID, das in der Schweiz jetzt im Rahmen einer Studie, placebo-kontrollierte, eine Studie randomisiert gegen Dexamethason, erhältlich ist. Pomalidomid im Rezidiv auch bei Lenalidomid-refraktären Patienten wirksam mit einer Ansprechrate etwa 30%. Die französische Studiengruppe IFM hat ihre Resultate auch aktualisiert, bestätigt die Erwartungen. Eindrücklich war die Studie auch von Antonio Palumbo. Er hat Pomalidomid kombiniert mit Cyclophosphamid und Prednison bei rezidivierten Patienten. Und auch hier zeigt sich, dass die Zugabe der Alkylantien zu den IMIDs offenbar eine gute Wirksamkeit hat, bei akzeptabler Verträglichkeit, einfache Behandlung.
einfach Cyclophosphamid 50 Milligramm per Os jeden zweiten Tag, Prednison 50 Milligramm per Os jeden zweiten Tag, zusätzlich zu Pomalidomid. Das scheint mir eine interessante Kombination, die es sicher aufmerksam zu beobachten gilt. Dann auch die monoklonalen Antikörper nehmen Einzug bei der Behandlung des multiplen Myeloms. Am weitesten fortgeschritten sicher das Elotuzumab. Das ist ein Anti-CS1-Antikörper. Ich war mir ja auch nicht bewusst, dass auf der Myelomzelle CS1 ein relevantes Antigen ist. Und ich habe die Entwicklung dieses Produkts in dem Sinn nicht ganz verstanden, wie man darauf kam, eine Substanz gegen dieses meines Wissens wenig bekannten Myelom-Antigens zu entwickeln. Aber die Daten für Elotuzumab in Kombination mit Lenalidomid und Corticosteroiden im Rezidiv, die sind vielversprechend bei einer sehr guten Verträglichkeit. Also da hoffe ich, dass dieses Medikament, dieser monoklonale Antikörper, auch die Zulassung erreichen wird. Ein anderer Antikörper, der mir vom Rationale viel verständlich erscheint, ist ein Anti-CD138-Antikörper. Aber hier sind die Daten nicht so vielversprechend. Da gibt es offenbar Schwierigkeiten, dass auch andere Zellen CD138 exprimieren. Und da wird man in der Zukunft sehen müssen, wie sich das weiterentwickelt. Dann die Histon-Deacylase-Inhibitoren, also Vorinostat und Panobinostat, zu erwähnen. Daher sind große Phase-3-Studien in Kombination mit Bortezomib vorgestellt worden. Eine Phase-3-Studie bei Bortezomib-refraktären Patienten, eine bei Bortezomib-sensitiven Patienten. Das Rational für den Einsatz dieser Substanzen, der Histon-Deacetylase-Inhibitoren, das kommt aus dem Labor. Und als Einzelsubstanz sind diese Medikamente nicht wirksam, aber die Hoffnung oder die Überlegung war, dass in Kombination mit Bortezomib hier eine Verstärkung der Bortezomib-Behandlung oder der Bortezomib-Wirkung erreicht werden kann. Für mich sind die Resultate bei den Bortezomib-refraktären Patienten enttäuschend. Der Vortragende wurde auch gefragt, ob das nicht eine negative Studie sei. Das war auch mein erster Gedanke. Hier muss man sicher die Daten im Detail analysieren. Er hat das natürlich verneint. Es gibt einen Vorteil im progressionsfreien Überleben von einem knappen Monat. Das scheint mir sehr schwierig und da wird man sicher weiter sehen müssen. Panobinostat und Bortezomib, da sind die Resultate noch wenig weit fortgeschritten. Da wird man auch weiter abwarten müssen. Gerne möchte ich noch auf ein Abstract, eine orale Präsentation von Gareth Morgan eingehen. Das ist die MRC9-Studie, die wurde in Teilen ja schon publiziert. Der eine Teil war eine komplizierte Studiendesign, über 1000 Patienten eingeschlossen. Ein Arm für ältere Patienten, ein Arm für jüngere Patienten, eine Randomisation zwischen zwei Bisphosphonaten, zwischen Clotronat und Zoledronat. Das hat ja den Vorteil von Zoledronat gegenüber Clotronat mit einem Überlebensvorteil von über 5 Monaten gezeigt. Hier aktuell vorgestellt wurde der Einfluss von Thalidomid in dieser Behandlung. Also muss es noch kurz. Für die älteren Patienten war eine Kombination Cyclophosphamid, Thalidomid, Dexamethason, reduzierte Dosierung gegenüber Melphalan, Prednison. Und für die jüngeren Patienten war Cyclophosphamid, Thalidomid, Dexamethason in höherer Dosierung gegenüber Cyclophosphamid und ein VAD als Induktion, gefolgt von Hochdosistherapie, dann zweite Randomisation, Thalidomid ja oder nein. Und hier die Briten sind zu loben, dass sie ihre Studien vorstellen, wenn sie einen längeren Follow-up haben. Das scheint mir bei Myelomstudien sehr wichtig. Es werden viele Resultate leider sehr früh, zum Teil mit Follow-up von weniger als einem Jahr vorgestellt. Die Briten haben gewartet, man hat eigentlich diese Resultate lange erwartet.
Und ein besonderes Resultat möchte ich herausstellen, der Einfluss der Thalidomid-Erhaltungstherapie abhängig vom zytogenetischen Risikoprofil. Also die Briten, die Sparen, haben ausgedehnte Fischanalysen zur Zytogenetik gemacht. 5 verschiedene zytogenetische Faktoren wurden untersucht. Auch hier eine Nebenbemerkung. Risikoklassifizierung bei multiplem Myelom ist nicht so einfach. Es ist nicht nur Translokation 4/14 ungünstiges Risiko und Deletion 17. Die Briten haben auch Veränderungen im Chromosom 1 als ungünstig erkannt, dann weitere Translokationen untersucht. Und da sehen Sie, dass die Erhaltungstherapie mit Thalidomid bei Patienten, bei jüngeren Patienten mit ungünstiger Zytogenetik sich auch ungünstig auswirkt. Mehr Therapie, Thalidomid-Erhaltungstherapie bei ungünstiger Zytogenetik ist schlecht. Und das sieht man mit längerem Follow-up in dieser Studie, und das sind wichtige Resultate, und ich denke hier, das hat große Implikationen auch für die Zukunft. Müssen wir unsere Erhaltungstherapien zum Beispiel auf die zytogenetischen Resultate abstellen? Und ich denke, ein weiteres Beispiel, wie wichtig das ist, dass wir die Behandlung entsprechend der Risikosituation des Patienten anpassen. Abschließend kann ich sagen, dass das diesjährige ASH wieder belebend war. Es wurden viele neue Substanzen dargestellt, auch wenn jetzt die großen Durchbrüche in diesem Jahr nicht berichtet wurden, so kann man doch sagen, dass sich in diesem Gebiet zurzeit sehr viel bewegt, und ich denke, wichtig sind Zusammenschlüsse wie das europäische Myelom-Netzwerk, wo die Niederländer mit den Italienern zusammenarbeiten, dass man große Studien in einer kurzer Zeit realisieren kann. Hier machen die Schweizer über die SAKK auch mit, und da werden im Bälde auch Phase-3-Studien beginnen. Und ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung im Gebiet des multiplen Myeloms.